Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Demon. Es ist endlich soweit. Es ist Freitag, der 13.8. Und was bietet sich da an? Natürlich ein Video zu Freitag, der 13. Teil 8. Ja, ich weiß. Früher habe ich noch Wortwitze benutzt, um auf die Filme überzuleiten. Und jetzt sind wir schon bei Zahlen angekommen. Ziemlich lame, aber ich muss halt mit dem arbeiten, was ich habe, Leute. An der Stelle möchte ich übrigens auch nochmal Danke sagen, denn ich habe gerade die 80.000 Abonnenten geknackt. Das freut mich sehr. Und damit sind wir schon wieder bei der Zahl 8. Also reden wir direkt über Freitag, der 13. Teil 8. Todesfalle Manhattan. John Carl Biegler, der Regisseur vom 7. Teil, wollte eigentlich auch den 8. machen und hatte schon eine Idee dafür. Tina sollte in einer Irrenanstalt sein, weil man ihr die Morde aus Teil 7 angehängt hat. Im 8. Teil sollte es dann darum gehen, wie sie versucht, ihre Unschuld zu beweisen, aber gleichzeitig auch Jason zurückkommt und neue Morde begeht. Die Produzenten hatten da aber keinen Bock drauf und deshalb entschied man sich für einen anderen Ansatz. Als Regisseur für den 8. Teil wurde dann Rob Hedden gepickt, der schon einige Folgen der Freitag der 13. Serie gemacht hat. Am Set hat er Frank Mancuso Jr. getroffen, der ihm dann vorgeschlagen hat, den 8. Film zu machen, und Rob Hedden hat dieses Angebot angenommen. Er hat super mit dem Cast und der Crew harmonisiert und es war ihm wichtig, dass das Set sicher ist, beim Dreh niemand verletzt wird und alle sich beim Film wohlfühlen. Für einen Low-Budget-Horror-Regisseur hatte er auch einen vergleichsweise hohen künstlerischen Anspruch und hat viel mit Foreshadowing und anderen Techniken gearbeitet, die man aus dem Kino so kennt. Um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt diese Szene, bei der die beiden Mädels beim Koksen erwischt werden und der Spiegel runterfällt und zertrümmert wird. Das ist schon ein Foreshadowing auf den späteren Tod von Tamara, bei dem sie selbst in einen Spiegel reingeklatscht wird. Das bringt uns auch direkt schon zu Tamaras Todesszene unter der Dusche. Die Schauspielerin Charlene Martin hat sich nämlich unwohl gefühlt und war sich erst nicht sicher, ob sie das schafft, sich auszuziehen und ob ihr das nicht ein bisschen zu unangenehm ist. Der Regisseur Rob Hedden hat sie dann aber beruhigt und meinte zu ihr, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Das sei super easy und ganz schnell vorbei. Und um ihr das zu beweisen, hat er sich einfach selbst komplett ausgezogen, ist unter die Dusche gegangen und hat getan, als würde er sich duschen, während die Kameramänner ihn gefilmt haben. Das hat ihr auch tatsächlich geholfen, und sie hat dann ohne Probleme die Szene gedreht und hat sich super gefühlt. Blöderweise haben sie dann aber die Szenen von Rob Hedden unter der Dusche zusammen mit den ganzen normalen Aufnahmen an die Produktionsfirma geschickt und die Produzenten haben sich dann erstmal gewundert, was zur Hölle geht bei diesem Dreh ab? Warum ist der Regisseur nackt vor der Kamera? Reden wir mal kurz über die Drehorte des Films. Denn während bei den letzten Freitag der 13. Filme, die oft halt am Crystal Lake, also am See gespielt haben, oder sogar im Camp Crystal Lake, also in einem Ferienlager, haben die nie an solchen Locations gespielt oder meistens nicht, sondern man hat die Orte nachgebaut oder sogar künstliche Seen angelegt, um die Filme zu drehen. Bei Freitag der 13. Teil 8 haben sie aber tatsächlich bei einem echten Camp bei einem echten See in Kanada gedreht. Und das sieht man aber nur für nicht mal eine Minute im Hintergrund bei dieser Anfangsszene, wo das Boot zu sehen ist. Das ist aber ein echtes Camp. Das lässt sich aber leider nicht über die ganzen anderen Drehorte des Films sagen. Anfangs war es so geplant, dass ein Großteil des Films in New York spielt, aber das Budget hat es einfach nicht hergegeben, weshalb der New York-Teil immer kleiner wurde und der Teil auf dem Schiff immer größer. Das Schiff an sich wurde aber kleiner. Denn es gab da irgendwie Verwechslungen bei den Terminen und den Buchungen, weshalb 3 Tage vor Drehbeginn das Schiff, auf dem sie drehen wollten, einfach nicht mehr verfügbar war. Sie mussten dann kurzfristig ein anderes besorgen, haben sie es auch geschafft. Das war aber ein viel kleineres Schiff. Und das zu bekommen, war eine sehr kuriose Geschichte. Das Schiff, das sie dann tatsächlich als SS Lazarus im Film benutzt haben, hat jemandem gehört, der es beim Poker gewonnen hat und nicht wusste, was er damit machen soll. Er hat der Crew also zugesagt, dass sie das gern für den Film verwenden können. Es gab dabei aber ein kleines Problem. Das Schiff stand nämlich in Washington, gedreht wurde aber in Kanada. Und um das Schiff legal nach Kanada zu bringen, haben sie damit einmal eine Fuhre Kartoffeln nach Kanada importiert, damit quasi Handel betrieben wurde und sie deshalb das Schiff nach Kanada fahren durften. Rob Hedden hat im Audiokommentar vom Film übrigens gesagt, dass das Schiff ein paar Jahre nachdem der Film gedreht wurde untergegangen ist. Er war sich aber nicht ganz sicher und ich konnte auch nichts finden, was das irgendwie bestätigt oder widerlegt. Deshalb, vielleicht ist das Schiff untergegangen, vielleicht gibt es das aber auch noch. Da das neue Schiff aber kleiner war als das, was man ursprünglich geplant hatte, musste man ein bisschen tricksen und hat im Film nie das ganze Schiff gezeigt, sondern immer nur so kleine Ausschnitte davon, damit es größer wirkt. Die ganzen Aufnahmen, die im Schiff stattfinden, wurden dann in einem Extraschiff gedreht, und zwar so einem Kreuzfahrtschiff, was quasi trocken lag.
Und das hat man gemacht, weil man da einfach dann tatsächlich mehr Platz hatte, um zu drehen, als auf diesem kleinen Schiff, was man für die Außenaufnahmen benutzt hat. Was die ganzen Szenen in New York anbelangt, sind nur die wenigsten Aufnahmen davon wirklich in New York entstanden. Die Aufnahmen von der Freiheitsstatue wurden zum Beispiel von Hand mit einem Ruderboot in New York aufgenommen und man hat halt tatsächlich am Times Square gedreht. Die ganzen Szenen in den heruntergekommenen dreckigen Gassen, in den Gebäuden und am Hafen, als sie dann ankommen in New York, wurden aber alle in Vancouver gedreht, was man so ein bisschen dekoriert hat, damit es aussieht wie New York. Ein Problem war zum Beispiel, dass es in Vancouver einfach keine U-Bahn gibt, das aber schon so ein bisschen ein Markenzeichen von New York ist und man so eine Szene drin haben wollte. Deshalb hat man sich in Vancouver einfach einen 300 Meter langen Tunnel geschnappt, hat da Steine reingelegt, Schienen verlegt und einen eigenen Wagen besorgt, um dann die Szene in Vancouver drehen zu können. Auch die ganzen Gassen wurden selbst designt, von den ganzen Müllfässern, die rumstehen, bis hin zu den Graffitis. Da haben sich auch übrigens einige Easter Eggs versteckt. Hier im Zug steht zum Beispiel Creighton Lives an der Scheibe und das ist ein Easter Egg, was ursprünglich mal für sehr wenige Leute gedacht war, denn Creighton gehört zum Name der Highschool-Band, in der Rob Haddon in der Schule gespielt hat. Leute, ihr kennt doch bestimmt diesen ganz schlechten Trick, bei dem man so tut, als würde man Fahrstuhl fahren. Oder bei dem man so tut, als würde man eine Treppe runterlaufen. Oh ja, sorry, ich war gerade im Keller. Okay, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Was, wenn ich euch sagen würde, dass dieser Trick auch in Hollywood-Filmen benutzt wird? Zum Beispiel Freitag der 13. Teil 8. Zufällig. Der Film, über den wir gerade reden. Ja, aber an welcher Stelle vom Film? Und warum? Gute Fragen. Kann ich euch beantworten. Nachdem die beiden Protagonisten Jason Elektroschocks verpasst haben, kommen sie über den U-Bahn-Ausgang am Times Square raus. Hier am Times Square, wo die gerade rausgekommen sind, da gibt es in echt gar keinen U-Bahn-Ausgang. Das, was ihr hier seht, das sind einfach nur drei halbhohe Wände, die da aufgestellt wurden und die Schauspieler sind dahinter und tun so, als würden sie eine Treppe hochgehen, damit es aussieht, als wäre da tatsächlich, als würde es da tatsächlich nach unten gehen. Tut es aber nicht. Und wenn man sich das mal genau anschaut, steht das Ding halt auch ein bisschen gefährlich nah am Straßenrand. Man kann also schon drauf kommen, dass das nicht echt ist. Ich habe hier noch ein lustiges kleines Google-Easter Egg für euch. Ich habe mir dann nämlich den Times Square bei Street View angeguckt. So wie ich das sehe, müssten die ungefähr hier bei diesen Gittern rausgekommen sein, denn als Anhaltspunkt haben wir zum einen ja die Gitter auf dem Boden und diese Statue da hinten, die man im Film halt auch erkennen kann. Das heißt, die sind an der Stelle rausgekommen, wo Electro und Spider-Man in Amazing Spider-Man 2 gegeneinander gekämpft haben. Das ist noch nicht das Easter Egg, auf das ich hinaus wollte. Man kann am Times Square bei Google Street View eine Person finden, die einen Jason-Pulli anhat. Das fand ich irgendwie witzig. Ja, das war das Easter Egg. Tut mir leid, falls es ein bisschen lame war, aber ich fand es lustig. Da die Nightmare on Elm Street Filme mit den ganzen Traumeffekten und so weiter immer beliebter wurden, sollte auch der neue Freitag der 13. Film effekttechnisch ein bisschen mehr hermachen als bisher. Deshalb schauen wir uns doch mal die ganzen Effekte an. Zumindest die, die einem ins Auge stechen. Es gibt so eine Halluzination, bei der eine Hand aus einem Spiegel rauskommt. Das hat man gemacht, indem man das Set einfach umgekehrt gebaut hat. Das, was ihr hier seht, ist kein Spiegel, das ist eine Pfütze von flüssigem Quecksilber. Dann hat man da eine mechanische Hand durchgejagt, wodurch es aussieht, als würde eine Hand aus einem Spiegel kommen. Dann gibt es ein paar Szenen, bei denen man einfach Bilder geschickt ineinander übergeblendet hat, damit es so ein bisschen verträumt aussieht, wie zum Beispiel bei Jason als Kind oder als man hier einen Übergang von der brennenden Benzinpfütze zum Ruderboot und dann insgesamt zum Crystal Lake hat. Am Ende sollte es eigentlich noch eine Szene geben, bei der der kindliche Jason aus dem Mund des erwachsenen Jasons rausguckt, ein bisschen abgefuckt, die hat es aber nicht in den fertigen Film geschafft. Der nächste Effekt hier ist ein bisschen subtiler, aber ich fand ihn trotzdem ganz cool. Man hat dann nämlich eine lange Kamerafahrt von draußen, wo man Jason sieht, bis hinein ins Zimmer von Rennie, bei der man sie vor dem Schrank sieht. So, aber wie hat man das gemacht? Der Kameramann wird sich ja wohl kaum durch dieses enge Fenster durchgequetscht haben. Nee, hat er nicht. Die haben das Ganze nämlich so gebaut, dass die Wand hier in der Mitte getrennt ist und in dem Fenster gar kein Glas drin ist. Sie haben also gewartet, bis der Kameramann die Kamera so positioniert hat, dass man die Ränder vom Fenster nicht mehr sieht. Dann haben sie die Wände seitlich aufgeschoben und er konnte einfach in den Raum reinlaufen. Jason wurde in Teil 8 wieder von Kane Hodder gespielt, der ihn auch schon im 7. Teil verkörpert hat. Rob Haddon wollte Kane im Film haben und Kane hatte ultra Bock auf das Projekt und hat angeboten, dass er auch nicht mehr Geld haben will als im 7. Teil, er wollte nur einfach wieder dabei sein. So, und ich werde jetzt mal kurz ein bisschen vorgreifen in das Faktenvideo zu Freddy vs. Jason, denn da war es so, dass Kane Hodder eigentlich auch wieder Jason spielen wollte, man wollte aber jemanden haben, der ein bisschen größer ist und hat sich dann für Ken Kürzinger bzw.
Im Bonusmaterial hat ihn jemand Kürzinger ausgesprochen. Ich bin mir jetzt deshalb nicht sicher, bin ein bisschen verunsichert. Ich sag einfach Kürzinger, weil der Typ den auch so ausgesprochen hat. Man hat dann in Freddy vs. Jason Ken Kürzinger genommen. So, warum erzähle ich euch das jetzt im Faktenvideo zu Teil 8? Denn Ken Kürzinger hat auch in Teil 8 schon mitgespielt. In mehreren Rollen sogar. Er hat nämlich den Koch gespielt, der von Jason an die Wand geschmissen wird. Das heißt, man sieht hier in diesem Shot den Schauspieler von Jason aus Freddy vs. Jason und dem Schauspieler von Jason aus Teil 7, 8, Jason Goes to Hell und Jason X gegenüberstehen. Und da sieht man halt auch tatsächlich, dass Ken Kürzinger ein bisschen größer ist als Kane Hodder. Es gibt übrigens das Gerücht, dass Kane Hodder die einzige Person ist, die Jason in mehr als einem Film gespielt hat. Stimmt nicht. Da gibt's noch jemanden. Und zwar auch Ken Kürzinger! Holy fucking shit! Was für ein Plot-Twist! Denn in Teil 8 war Ken Kürzinger ein Stunt-Double für Jason und es gibt zwei Szenen im Film, in denen man ihn schon als Jason gesehen hat. Das ist einmal die Szene, als er vom Auto angefahren wird und einmal die Szene, als er bei der U-Bahn aussteigt und dann unten den Stromschlag bekommt. Das war beide Male Ken Kürzinger, das heißt, er hat auch in Teil 8 und in Freddy vs. Jason Jason gespielt und war damit auch in mehr als einem Film als Jason zu sehen. Ich habe das Gefühl, als hätte ich gerade in den letzten drei Sätzen 50 Mal Jason gesagt. Und halt direkt gegenüber von mir ist ein Spiegel. Das heißt, falls es sowas wie diese Beschwörungsformel mit sag einen Namen dreimal und der kommt wirklich gibt, dann bin ich heute Nacht tot. Der fertige Film ist 1 Stunde und 36 Minuten lang. Ursprünglich war er aber mal über 2 Stunden lang. Das liegt daran, dass Rob Hedden die ganzen Charaktere noch ein bisschen ausfleischen wollte und zu vielen Charakteren noch Szenen aufgenommen hatte, bei denen die Hintergrundgeschichte erklärt wird. So gab es zum Beispiel einige Szenen, bei denen die beiden Mädels hier noch miteinander reden und der beste Freund von Sean, den man hier am Anfang kurz sieht und später dann, als er aufgespießt wird, der sollte eigentlich ein olympischer Taucher sein und man sollte noch Szenen haben, wo er dann auch vom Boot springt und ein bisschen krass rumtaucht und ein bisschen Action macht und so. Eigentlich sollte das alles ein bisschen länger und elaborierter sein. Vieles davon hat man dann aber rausgeschnitten, damit der Film ein bisschen kürzer und knackiger und das Pacing ein bisschen angenehmer ist. Und ja, über die MPAA müssen wir wahrscheinlich nicht reden, oder? Die wollten nämlich auch wieder einiges am Film zensiert und rausgecuttet haben und so. Aber Rob Hedden, der ist ein richtig smarter Boy, sag ich euch. Der hat sich nämlich am Anfang schon gedacht, ja, die MPAA, die sagt bestimmt bei der Hälfte des Zeugs, das ist zu brutal, das muss raus. Deshalb hat er, vorausschauend und schlau wie er ist, einfach bei den Kills mehrere alternative Aufnahmen gemacht. Das heißt, er hat nicht nur eine Version vom Kill gemacht, die ultra blutig ist und wenn die MPAA sagt, ist scheiße, muss es dann zerstückelt werden, sondern er hat dann direkt noch eine Version gedreht, bei der weniger Blut vorkam und die konnten dann oft stattdessen im Film gelassen werden. Ein paar Shots, die ausgetauscht wurden, sind zum Beispiel der Tod von Tamara. Eigentlich hat man die noch gedreht, wie sie quasi ganz viele Scherben vom Spiegel in sich drin stecken hat. Das gibt es sogar in den Deleted Scenes zu sehen, das kann man glaube ich auch auf YouTube finden. Im fertigen Film hat man dann aber nur so ihr Gesicht gezeigt, damit man die ganzen Scherben nicht sieht. Rob Hedden hat da also mitgedacht und deshalb wirkt... Aua, ich habe mir auf die Brille geschlagen. Und deswegen wirkt der Film nicht so zerkattet wie der 7. Teil 8 hatte aber dafür ein bisschen mehr Probleme, was das Filmposter angeht. Denn das ursprüngliche Poster war der MPAA zu blutig und sie wollten ein anderes Poster haben. Deswegen hat man dann die ganzen Blutspuren, die an Jasons Gesicht runtergelaufen sind, einfach durch rotes Licht ersetzt, damit es nicht so blutig ist. Das Poster konnte man dann aber auch nicht verwenden, weil sie das I Love New York Logo verwendet haben, ohne bei der Stadt New York nachzufragen, ob sie das überhaupt dürfen. Die Stadt New York hat dann also mit rechtlichen Schritten gedroht, was damals sogar in den Nachrichten berichtet wurde und man hat sich deshalb dann dazu entschieden, ein Poster zu machen, bei dem dieses I Love New York Logo nicht drin vorkommt. Freitag der 13. Teil 8 lief 2 Wochen vor Nightmare on Elm Street 5 in den Kinos und hat von allen Freitag der 13. Sequels das schwächste Startwochenende hingelegt, bei dem er gerade mal 6,2 Millionen Dollar eingespielt hat. Und wenn man sich dann das Gesamteinspielergebnis anschaut, hat er sogar noch schlechter abgeschnitten. Da ist er nämlich von der ganzen Freitag der 13. Reihe der Film, der am wenigsten eingespielt hat, mit gerade mal 14,1 Millionen. Ich habe nachgeguckt, 14,3 Millionen. Paramount hat jetzt also nicht mehr so viel Geld mit Freitag der 13. eingespielt und 2 Wochen später hat New Line Cinema dann festgestellt, dass Freddy auch nicht mehr so läuft, denn Teil 5 hat nur noch halb so viel eingespielt wie der 4. Teil. Da hat Paramount sich dann das erste Mal gedacht, ja, okay, vielleicht machen wir doch keinen Film mehr. Yo, man, it's cool, man, it's cool.
Das war's zu Teil 8. Jetzt kommt aber noch ein Nachtrag zu Freitag der 13. Teil 3. Mir wurde in der letzten Folge nämlich ein Kommentar hinterlassen, dass ich bisher in jedem Faktenvideo gesagt habe, wer denn Jason gespielt hat, außer in dem Video zu Teil 3. Das war natürlich keine böse Absicht von mir oder so. Das hatte sich irgendwie einfach so ergeben, weil ich viel Spannendes zu der 3D-Geschichte und so weiter zu erzählen hatte. Deshalb will ich das jetzt wieder gut machen. In Teil 3 wurde Jason von Richard Brooker gespielt, der 2013 leider verstorben ist. Was man so von den Leuten hört, die mit ihm gearbeitet haben, soll er ultra freundlich gewesen sein. Und ich werde euch jetzt meinen Lieblingsfakt zu Richard Brooker erzählen, über den ich bei der Recherche zu Freitag der 13. Teil 3 gestolpert bin. Richard hat wie gesagt Jason gespielt und war dadurch die ganze Zeit entweder mit einer Hockeymaske im Gesicht unterwegs oder hatte halt richtig dickes Make-up im Gesicht, wodurch man ihn nicht erkannt hat. Er hat dann den Regisseur Steve Miner am Set ab und zu gefragt: "Hey yo Steve, könnte man nicht auch irgendwie eine Szene einbauen, bei der man mein Gesicht sieht, damit meine Mutter mir auch glaubt, dass ich tatsächlich im Film zu sehen war?" Steve hat ihm gesagt: "Nee, können wir nicht machen." Steve hat ihm dann aber später ein T-Shirt mitgebracht, auf dem drauf stand: "Ich habe das Monster in Freitag der 13. gespielt", und hat ihm gesagt: "Das kannst du das nächste Mal anziehen, wenn du bei deiner Mutter bist." So, und damit kommen wir jetzt wirklich zum Schluss. Liked gerne das Video, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst, und wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.